Und damit herzlich willkommen zu... Ich mache hier gerade eine Anmoderation. Mein Gott, Egoisten. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge von LSPD FR. Ja, ich spiele LSPD FR, nachdem ich jetzt tatsächlich einen neuen PC habe, der hier rechts neben mir steht, mit einer völlig neuen Hardware, abgesehen von meinen Festplatten und von meiner Grafikkarte, ist alles neu. Wirklich alles. Und... Das heißt also, ich kann GTA 5 in fast auf Ultra zocken, mit ja, konstanten 50 bis 60 FPS, mit LSPDFR. In manchen Fällen spackt es ein bisschen bei 30 FPS, aber ist immer noch konstant und es sieht wunderbar aus. Und wir haben hier unseren schönen Audi. Wir sind heute mal auf Streife mit, also als, wie soll man sagen, FBI-Agent, aber in dem Fall ist es eher ein Kommissar. So. Und natürlich unserem gut aussehenden, dünner als ich. Ja gut, ich bin dick. Ja, also sieht sehr gut aus. Kann man überhaupt nicht schimpfen. Und natürlich eine deutsche Sirene. Ich wollte das mal ein bisschen authentisch machen hier. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Während ich jetzt normal hier mich am Straßenverkehr beteilige, fahre ich mit dem Controller. Weil... Attention Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert in okay. Burton for narcotics in transit. Wir haben unseren ersten Einsatz. Scheinbar verhält sich ein Fahrer... Wow! Nicht so normal. Hier müssen wir einspringen. Was mich gerade ein bisschen verwundert ist, dass ich tatsächlich jetzt gerade beinahe ein Salto gemacht hätte. Welcher von den beiden ist es? Attention Unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. Guten Abend. Bitte mal kurz rechts ranfahren, bitte. Ich habe mir das schon ein bisschen alles mal angeguckt, ein paar Mal gespielt. Ist jetzt der linke oder der rechte? Das ist der linke wahrscheinlich. Ne, ist doch der rechte. Und wir haben unsere erste Verfolgungsjagd. Wow. Ja, okay, fahr dem hinten rein, ist okay. Aussteigen. Hände über den Kopf. Auf dem Boden mit dir. Du sch das war knapp. Easy. Mein Humor bleibt trotzdem. Auch wenn dieses Spiel sich versucht, also dass das Spiel trotzdem versucht, ernst zu bleiben. Hast du das gerade geschluckt? Au. Übrigens, ne, das ist eine der weiteren Fahrzeuge, die ich gemoddet habe. Hat er das Ding gerade geschluckt? You, Kumpel. Wir holen mal einen Transport für dich. Und für den holen wir mal einen Transporter. Das müssen mal sich die Kollegen angucken. Wir können jetzt nicht mitten auf der Straße stehen bleiben. Das ist nicht der Besuch, dass ich vielleicht faul... Das ist ein weiteres Fahrzeug. Das ist, glaube ich, das erste Blitzauto. So, wir fahren einfach mal hier weiter. Boah, da wären wir jetzt beinahe reingefahren, ey. Ich schwör's dir, da hätt's was geklatscht, aber kein Beifall, ey. So ein schön Audi hier. Ich mag den wirklich, der sieht wirklich schick aus. Das ist ein feiner. A8. Jetzt wisst ihr Bescheid. Schönen guten Tag. Oh, das ist rot. Ja. Sieht immer völlig anders aus, ne? Wenn man im Vergleich mit meinen vorigen GTA-Aufnahmen, ich sag bloß best aufteilen. Das war schon richtig schlimm teilweise, wo echt die Auflösung so niedrig war, dass ich gesagt habe, hey komm, das kann doch gar nicht mehr, das kann ich ja nicht mehr hochladen, ey. Ich hab's trotzdem gemacht. Aber jetzt ist zumindest mal das Spiel auch von der Auflösung her mal gut anzusehen. Was auch kommen wird, und das habe ich mir versprochen, wenn ich eine bessere Hardware habe, Crysis 3. Das wird Let's Played, weil ich Crysis 2 und Crysis 1 gespielt habe. Ne. Okay, Freundchen, jetzt. Weißt du, ich erzähl hier gerade, ne? Und dann. Braucht jemand eine Tür? Hab hier gerade so schön eine. Hey, stop dreaming. Hey, Schnauze halten. Schnauze halten. Halt deine Schnauze. Auf jeden Fall.
Crysis 3 wird Let's Played. Definitiv. Das wird kommen. Ich muss es noch installieren. Ich muss dafür ein bisschen was umpacken. So. Und jetzt, Freundchen, jetzt. Das. Du kannst froh sein, dass ich gerade einen Anruder zu machen möchte und deswegen dich nicht mitnehme. Sei froh. Bin in dem großen. Roger. Es kommt normalerweise ein Audi, wenn du mich richtig siehst. Ja, genau. Der andere schöne Audi. Wir werden nochmal als normalen Polizist auf die Streife gehen, so in dieser Uniform natürlich. Genau. Da fährt er mir einfach im Audi hinten rein, sie versteht mich. Mein Gott. Nimmst den jetzt mal mit, danke schön. Die Tür lässt er einfach liegen, ist okay. Die verschwindet schon irgendwie. Ich kann da mal zeigen, was wir denn alles für Fahrzeuge haben. Dann müsste ich mal zu einer Polizeistation und mal gucken, ob vielleicht da die ein paar Autos vielleicht dann übrig sind. Oh, ich muss darüber. Upsi. Fährst du mal. Jetzt bin ich beinahe über Rot gefahren. Ich bin über Rot. Na ja, gut, konnte ich mal anhalten. Ich fahre lieber mit dem Controller. Ist einfacher. Der hat gerade. Rot über die Ampel gefahren. Er ist bei Rot über die Ampel gefahren. Was eine Dreckschau. So. Ich möchte mal die Person gerne befragen. Guten Tag. Hi. Guck mal kurz aus dem Auto aus, bitte. So, komm mal kurz rüber, bitte. Glaubst du? Nein, nicht. Nein! Oh. Kollege, dein Auto. Hallo, du hast dein Auto. Ich liebe diese KI. Hey, du hast dein. Hallo. Du hast dein Auto da stehen. Hallo. Ich werde hier verrückt. Jetzt bleib stehen, du! Auto einfach stehen lassen, einfach weggehen. So. Darf ich mal kurz bitte wissen, warum du jetzt gegangen bist? Hast du was zu verbergen? Hm? Sollen wir mal dein Auto untersuchen? Untersuchen, durchsuchen. Ich untersuche mal dein Auto. So. Erstmal. Oh, stopp. Stopp, jetzt müssen wir mal gucken. Wir machen mal einen Alkoholtest. Was hat denn da? Was hat meine denn da in der Hand? Und jetzt? Gut, da kam nichts raus. Unser Gerät ist kaputt. Vielleicht funktioniert der Drogentest. Geil. Ist echt gut. Oh, scheiße, aber die will. Kommt nichts raus. Okay, gut. Dann nicht. Dann gehe ich mal hin. Sorry. Oh, Heroin. Uiuiuiui. Freundchen. Du hast ein Problem. Ich lass mal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen leider ein bisschen rumherum fahren. Ich muss das Auto leider mal auch durchsuchen. Wäre er nicht bei Rot über die Ampel gefahren, müsste ich jetzt das Auto nicht durchsuchen. Ist echt nichts. Weiter auf der Seite. Sieht auch nicht gut aus. Also sieht gut aus. Muss man nichts machen. So, lass ich mal einen abholen. Wenn wir den abgeholt haben, dann können wir die Straße hier frei machen. Dankeschön. Tja. Dann, jetzt können wir weiterfahren. Jetzt kann ich mal wirklich. Ups, Entschuldigung, war mein Fehler. Müsste mich selber verhaften. Das Auto vor mir hat es ein bisschen eilig, kann das sein? Ich streame übrigens auch wieder, ne?
Da ich jetzt ein WLAN-Modul habe und kein WLAN-Signal benötige, habe ich eine bessere Upload- und Download-Rate und die Internetverbindung ist konstant und nicht immer abbrechend, was bedeutet, ich streame auch. Und da habe ich auch momentan ein neues Feature. Ich habe da oben jetzt auch eine Kamera positioniert, die ich quasi dann, die dann über meinen ganzen Schreibtisch dann, also die meinen ganzen Schreibtisch dann filmt. Danke. Auf einmal hupen, dann wird die Ampel schon wieder grün. Sag mal. Das habe ich jetzt einfach mal nicht gesehen. Ja, müssen wir lang. Ich finde einfach unseren Audi so schick. Ich werde natürlich jede Folge natürlich mal einen anderen Dienst machen. Einfach mal um zu gucken, was wir alles dann haben werden. Danke. Wir haben natürlich auch eine Motorrad, das werden wir natürlich dann auch mal machen. Und auch mal daran kommen. Schöner aber daran ist einfach an dem LSPDFR. Es hat keine richtige Story. Das heißt, man. Oh, ich kann rechts. Ich kann nach links fahren. Ich kann nach links fahren. Oh. Da genau. Ich lade jetzt einfach jetzt mal aus. Das ist unser Motorrad. Sehr schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es fährt sich sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon mal eine kurze Zeit mal damit gespielt. Jetzt muss ich dir denken, vielleicht, warum ist jetzt mein Motorrad auf der anderen Seite? Egal. Und warum ist der Motor noch an? Ach, das ist egal. So, schauen wir uns mal das Ganze hier mal so von außen an. Das sind jetzt also meine Uniform, die ich. Tja. Sieht auf jeden Fall echt schick aus. Ich wollte am Anfang, wollte ich GOP, installieren, das ist quasi diese deutsche Uniform, die man da installieren kann, aber irgendwie hat das null geklappt bei mir. Ja. Weiß der Geil warum. Die da hinten, ne? Boah. Die schauen mir jetzt ein bisschen suspekt aus, muss ich ganz sagen. Das sind halt, ne, so Damen des besonderen Geschäfts. Ich fahre rot über die Ampel. Woo! Die Polizei, wir dürfen alles. Schaut sehr gut aus. Aber naja, wollen wir mal gucken. Gibt vielleicht noch irgendwo einen Einsatz vielleicht mal? Park mal ganz kurz hier, damit ich mal unser neue Polizeizentrum. Da haben wir noch eins. Dann können wir mal dahin fahren. Vielleicht haben wir da auch ein paar Autos rumstehen. Und es wird wieder Tag. Bei Ideen übrigens, was ich vielleicht einbauen könnte, vielleicht irgendwelche Fahrzeuge oder sonstiges, einfach mal melden. Bin gern allzeit bereit. Was ich jetzt im nächsten Mal machen werde, ist dann auch, dass ich Add-on-Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die man quasi zum Spiel hinzufügen kann, also nicht nur einfach mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen ersetzen kann, sondern wirklich hinzufügen kann, die werde ich dann mal auch im Straßenverkehr einfach mal hinzufügen. Da muss ich aber mal gucken, was ich da genau einfüge, weil es gibt manche Fahrzeuge, die haben ein Speedlimit drauf, da kommen die normalen Polizeifahrzeuge nicht mit. Alter. Wie bitte? Ich glaube, das hat da wohl. Wehe. Wag es nicht. Ja, ist eine gute Idee. Sehr gute Idee. Nach unten. Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Mann, Mann, Mann. Du kniest dich mal jetzt hier nieder. Vorbeifahren bitte. Und ihr... okay. Ja, ne, gut. Du hast den Verkehr frei. Oh, plötzlich. Weiß nicht wieso. Die haben sich plötzlich alle dazu entschlossen, schnell zu fahren.
Oh, ein Messer. Na super. Ja, du, sorry, aber. Rockford Hills. Assistance required in Rockford Hills. Wo kann ich jetzt das annehmen? Ich kann es nicht mal annehmen. Das ist übrigens unser Polizeitransporter. Ich kann es nicht mal annehmen. Insurance gerufen oder was? Nehmen wir einfach mal den. Schauen wir mal, wer ihn zuerst kriegt. Ah gut, dann nimmt. Okay. Hätten einfach mitgenommen. Machen wir noch einen einzigen Einsatz und dann beenden wir mal diese Folge. Auch wenn sie sehr amüsant ist, finde ich persönlich. Bibi-büb. Ich habe immer so ein Bibi-büb. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist eigentlich nur, dass jetzt wahrscheinlich ein Einsatz irgendwie gerade im Funk gesprochen wird, aber. Fahren wir hier lang. Vielleicht kann man hier irgendetwas sehen. Drift. Yeah, wir sind voll gut. Gut, sag ich schon, cool sind wir. Wow, das war knapp. Yeah! Okay, ich lasse es lieber. Das schaut schade aus. Los, fahr! Dann halt nicht. Mein Gott. Hab mal einmal kurz das Blaulicht an und fährt über eine Verkehrsinsel drüber. Schon schauen alle komisch. Attention Unit 1, Lincoln 18. We've got a possible 484 in Morningwood. Wir haben den 400, 484. 484, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber scheint dringend zu sein. Wir müssen hier vorbei. Wow, wow. Wow. Hilfe, wow. Ah. Yippie. Weg. Bankraub? Bankraub sei schon Ladenraub vielleicht? Guten Tag. Der Abschaum ist hinten drin. Okay, was ist denn los? Guten Tag, die Herrschaften. Mir geht's ganz gut und selbst. Der wollte einfach einen Lanus haben, okay. Okay. Also er hat ein paar Sachen geklaut und 297 Dollar. Dieses Arschloch lügt scheinbar. Aha, okay. Ja gut, die klären das selber. Attention, this is Das machen die dispatch. schon. We are code 4. No further units required. Na, so. Gut, dann würde ich auch mal sagen, das war's für diese Folge. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss.